Also das erste Foto, das ich mit ihm gemacht habe, war August 1980. Wir haben uns vielleicht vorher eine Viertelstunde begegnet. Ja. Ich kam rüber in die Küche, Jule war im Hintergrund, kochte was. Und dann haben wir angefangen fotografiert. Und dann hat er 1000 Sachen gemacht. Wann haben Sie zum ersten Mal Bilder von Penck überhaupt gesehen? Bei Penck habe ich immer die Sache gesehen, die Werner ausgestellt hat. Ich habe die damals dokumentiert, diese Ausstellung. In der Friesenstraße hat er seine Galerie gehabt. Aber ich war immer fasziniert von seiner Arbeit. Mein Talent ist, dass ich sofort erkenne, was gut und schlecht ist an Kunst. Er hat seine Kunst sehr ernst genommen. Wenn was schiefgelaufen ist oder was daneben ging, war er sehr streng. Für mich war Fotografie schon nicht nur Dokument, aber für mich war Fotografie das Leben festhalten. Als Kind hat man mich schon in die Grundschule zum Direktor geschickt mit meiner Zeichnung, weil die sagte, Katz ist ein brillanter Künstler. Ich liebe diese Fotografie, bin ja nicht unbedingt der große Liebhaber, aber ich liebe Benjamins Fotografie, weil sie authentisch ist. Sie ist keine Erfindung, sie ist keine Manipulation. Es hat was von Sander, nicht? Der eine Zeit dokumentiert hat. Das ist Markus. Das ist Markus, genau. Ja. Und Benjamin hatte das Glück, in den Künstlerkreisen akzeptiert zu werden. Keiner störte sich, wenn Benjamin dabei war und fotografierte. Das war ja, man musste nicht in Pose gehen, sondern er war immer dabei. Und infolgedessen hat er hunderte, tausende von Fotos machen müssen, nicht? Um diese Situation einzufangen. Und das hat er großartig gemacht. Also, ja, das ist Fotos, die von Richter von mir gemacht hat, wie ich sein Bild gemalt habe. Er hat mich gebeten, sein Bild, weil ich fotografiere. Und er hat mir gesagt, ich soll sein Bild weitermalen. Und so hat der Richter mich fotografiert beim Malen seiner Bilder. Das Authentische beim Benjamin ist, dass er nicht von außen an die Künstler herangekommen ist, sondern dass er in dem Kreis, aus dem Kreis heraus, selber Künstler, die authentischen und beweiskräftigen Fotos geliefert hat. Das ist meine erste Begegnung mit Richter. Das bin ich, Documenta 3. Und aufgrund der künstlerischen Atmosphäre waren sie von vornherein der Kunst, der Zeichnung, der Malerei zuzurechnen. Und das ist eben das Besondere an Benjamin Katz. Davon gibt es eigentlich ganz wenige. Diese Gemeinsamkeit, dieses Gleiche, das ist eben etwas, was Benjamin ausgezeichnet hat und was ihn auch zu einem bedeutet und vielleicht auch zu den wichtigsten Fotografen, Künstlerfotografen macht. Und also die Skandalausstellung in Bandels, die hat Benjamin zusammen gemacht, dann hat Benjamin selbst gearbeitet und Werner hat selbst gearbeitet. Ich muss Sie noch etwas fragen, da kommen wir gar nicht dran vorbei. Ja, wenn man den Namen Katz und Baselitz hört, dann denkt man immer wieder an die Skandalausstellung der Werner Katz-Galerie. Die große Nacht im Eimer-Geschichte und der nackte Mann. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir in Baselitz erstmal. Und nicht als zweite Ausstellung, als erste. Und dann kam dieser Skandal. Einfach idiotisch. Es gab eine Journalistin, die das ein bisschen eingefädelt hat. Ich ging mit ein paar Freunden nachts in eine Kneipe nach der Eröffnung, in der Hoffnung, es wird gut laufen. Und um 4 Uhr morgens kam die erste BZ-Zeitung, Skandal am Kudamm. Und Werner hat mit seinem Anwalt plädiert, die entsprechende Stelle zu übermalen, damit die Bilder zurückkommen. Mhm. Also der Fallus sollte weggestrichen werden. Und ich habe gesagt, nein, Kunstfreiheit. Ich habe meinen Anwalt gezwungen, dazu zu stehen. Also wir haben praktisch gewonnen, gratuliert und wegen Geringfügigkeit eingestellt. 400 D-Mark Strafe und so weiter. War viel Geld. War viel Geld schon. Viel Geld. Und das war damit die Sache erledigt. Ja, Penck war ja drüben. Und Werner und ich gingen immer rüber. Und Werner öfter natürlich, aber ich bin manchmal mitgegangen und wir mussten dann Geld rüberbringen. Nicht? Und das war immer ein großes Problem. Man versteckte das Geld, damit das nicht gefunden wurde. Und das war immer ein Problem. Und man wollte ja immer Bilder von Penck wieder über die Mauer zurückholen. Also wurden imaginäre Penck schnell auf Leinwand gemalt, in den Kofferraum des Mietwagens hinten reingeschmissen. Und wenn dann der Grenzer fragte, was ist das? Ja, das ist so ein Enkel von mir, der versucht so ein bisschen zu malen. Aha, dann sind wir hin zu Penck, dann haben wir diese Leinwände rausgenommen und haben dann die echten Penks reingetan. Und der Grenzer, wenn der das sah, das waren ja die Dinge, die er vorher gesehen hatte,
Und er hat das dann also akzeptiert. Das ist von 1980. Ja. 1980. Aus dem Jahr. Das sieht ja, es könnte fast an dem gleichen Tag entstehen. Ja. Der richtige Silbergelatin. Rickumer Hochglanz. Ja. Ja. Wir haben also zusammen gesungen. Avanti Popolo alla Ristosca, Bandiera Rossa. Ja. Und dann dieser Tag. Wie dieser Tag verlaufen ist. Und seitdem haben wir uns so intensiv begegnet. Und ich nehme an, der Ralf weiß genau, das geht weg, alles, aber die Fotos bleiben. Das ist ein Dokument. Und er hat mich anvertraut, das zu machen. Und da ist eine gewisse Freundschaft entstanden. Also, liebe Freunde, wenn ich so sagen darf, wir kennen uns zwar nicht, aber ich hoffe, dass Sie eine gute Vernissage erleben werden. Ich wäre gern bei euch gewesen, aber leider bin ich mit einem anderen Projekt noch beschäftigt. Aber ich hoffe, dass Sie trotzdem Genuss haben werden an dieser Kunst, die Sie jetzt sehen werden. Ich wünsche euch alles gut, viel Vergnügen und viel Erfolg. Eine gute Ambiente. Genießen Sie, was Sie sehen. Die Galerie Arte Fair, eine der schönsten und besten Galerie Europas. Ich wünsche euch alles, also bla 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 sozusagen. Ja, okay. Gut. Küsschen.